Hallo und herzlich willkommen bei Vitomania. Ich bin die Paulina und an meiner Seite habe ich den Andreas Ackenheil. Willst du dich vielleicht mal kurz selber vorstellen? Ja, hallo, ich bin Andreas Ackenheil, Rechtsanwalt aus Mainz, seit 15 Jahren auf Tierrecht und Tiermedizin spezialisiert und kümmere mich eben bundesweit um alle Fragen, die mit Tierrecht und eben mit Tiermedizin zu tun haben. Dankeschön. Und in diesem Video werden wir über ein Thema sprechen, das recht wichtig ist, gerade aktuell, denn es ist momentan sehr, sehr warm und leider Gottes ist es immer noch ein Thema, das aktuell ist und wir finden immer wieder Hunde in Autos. Und auch wenn es nur sehr kurz ist, möchten wir darüber sprechen, wie man richtig vorgeht, wenn man einen Hund im Auto gerade jetzt bei den warmen Temperaturen sieht. In diesem Sinne, viel Spaß! So, das ist ja immer wieder so ein heikles Thema und man hört von unterschiedlichen Leuten auch unterschiedliche Meinungen, was man da machen kann. Und wichtig wäre es vielleicht an dieser Stelle auch mal über die rechtliche Seite zu sprechen. Und da bist du natürlich der Experte. Und deswegen wollen wir mal ganz konkret die Frage stellen. Wenn wir einen Hund in einem Auto sehen und es ist wirklich warm, also wir sprechen so von 25 Grad aufwärts, was darf ich oder wie sollte ich rechtlich vorgehen, dass ich da keine Probleme habe? Kann ich die Scheibe einschlagen, den Hund da rausretten in der Heldentat? Oder was wäre jetzt so die Vorgehensweise, die wirklich auch, wo ich mich rechtlich abgesichert fühle? Also man muss einfach mal bedenken, dass wenn ich draußen 25 Grad habe, ich im Innern des Fahrzeugs am Armaturenbrett sehr, sehr schnell bis zu 100 Grad habe. Das heißt, auch wenn ich das Fahrzeug im Schatten geparkt habe, kann es trotzdem sein, die Sonne dreht sich, ich bin längere Zeit weg und es kann sehr, sehr schnell richtig heiß im Fahrzeug werden. Hunde können nicht schwitzen wie wir Menschen, das heißt, die müssen das anders regulieren und sind dann sehr, sehr schnell auch in diesem Glutofen drin und brauchen unsere Hilfe. Wenn wir an so einem Fahrzeug vorbeigehen, dann ist zwingende Hilfe notwendig. Ja. Aber auch da muss ich schauen, dass ich verhältnismäßig handle. Denn wenn ich die Scheibe einschlage, begehe ich eine Sachbeschädigung, mache mich strafbar. Auf der anderen Seite bin ich natürlich letztendlich gerechtfertigt, weil ich einem Hund helfe. Mhm. Aber wir alle wissen, dass der Stand der Tiere in Deutschland im Recht noch nicht da ist, wo wir es haben wollen. Also insofern muss ich da eben schauen, was darf ich nicht. Und da bietet sich einfach an, zu schauen, wie geht's dem Hund? Mhm. Ist der so dermaßen am Kollabieren, dass ich Gefahr laufe, dass der wirklich innerhalb der nächsten Minuten komplett zusammenbricht. Dann zur Not die Scheibe einschlagen. Eine Scheibe kann ersetzt werden und der Halter, der dann später kommt, der soll eigentlich sogar froh sein, dass ich seinen Hund gerettet habe, ja, dass ich alles unternommen habe. Er kann selbstverständlich mir eine Strafanzeige aufbürden mit einer Sachbeschädigung. Aber letztendlich hat er ja falsch gehandelt und das muss er einsehen. Deswegen bietet es sich an, zu schauen, wo bin ich? Ja. Bin ich irgendwo am Waldrand zum Beispiel? Dann die Möglichkeit, Polizei anzurufen, Feuerwehr anzurufen. Können die noch kommen? Können die helfen? Bin ich auf einem Parkplatz von einem Einkaufsmarkt zum Beispiel? Und ich sehe und ich kann das beurteilen, dass dem Hund zwar geholfen werden muss, dass aber noch ein Moment Zeit ist. Dann verhältnismäßig handeln, beispielsweise an den Informationsschalter gehen, das Fahrzeug den Fahrer ausrufen lassen. Oder ich bin in einem Wohngebiet, dann vielleicht mal noch schnell an der Tür klingeln bei dem Haus, wo das Fahrzeug steht, um nachzufragen, wem gehört das Fahrzeug, kennen Sie das und so weiter. Also immer verhältnismäßig handeln, Polizei rufen, die dann helfen kann und auch helfen wird. Die Kosten für so einen Einsatz muss letztendlich der Halter dann tragen. Okay. Aber wenn ich keine andere Möglichkeit mehr habe, dann lieber handeln, Scheibe einschlagen, Hund rausholen und dann schauen, dass man so schnell wie möglich zu einem Tierarzt kommt, den Hund nicht mit Wasser sofort überschütten, denn da kann er einen Hitzschlag bekommen, sondern auch da schauen, dass man eben verhältnismäßig handelt, Hilfe holen, ganz klar. Aber wenn ich vielleicht ein Mineralwasser dabei habe und ich habe ein Handtuch dabei, das Mineralwasser auf das Handtuch machen, das auf den Hund legen, dass er sich langsam abkühlen kann, da helfen Tierärzte auch. Im Internet beispielsweise gibt es da Tipps, wie man sich konkret verhält.
aber im Zweifelsfall lieber handeln und zur Not die Strafe kassieren, als hier nicht zu helfen. Denn letztendlich, wenn der Hund verstorben ist, ist alle Hilfe zu spät. Was droht mir da als Strafe, wenn ich jetzt beispielsweise eine Scheibe einschlagen würde? Es kann eine Geldbuße geben. Und es muss natürlich auch erstmal zur Strafanzeige kommen. Und es muss dann im Prinzip auch von einem Staatsanwalt beurteilt werden, dass ich nicht gerechtfertigt gehandelt habe. Okay. Demjenigen, der seinen Hund im Auto so zurückgelassen hat, der verstößt gegen die Tierschutzhundeverordnung. Dort steht separat geschrieben, dass ein Hund eben bei solchen Temperaturen im Auto nicht gehalten werden darf, also belassen werden darf. Und dass da immer Frischluftzufuhr da sein muss. Und wer gegen Tierschutzhundeverordnung und letztendlich damit auch gegen das Tierschutzgesetz verstößt, der kann ein Bußgeld bekommen, was bis zu 25.000 Euro gehen kann. Oh, also es ist schon sehr viel auch. Das ist schon sehr viel. Man muss dazu sagen, dass es leider sehr, sehr wenige Urteile gibt, wo es dann bis zum Schluss durchexerziert wurde und es dann zu einer Strafe kam. Vieles wird über die Geldstrafe geregelt. Mhm. Man hätte aber letztendlich in konsequenter Auslegung der einzelnen gesetzlichen Regelungen sogar die Möglichkeit und könnte dem Tierhalter den Führerschein entziehen. Den Führerschein? Frankreich beispielsweise macht das sehr häufig. Wir in Deutschland hätten auch die Möglichkeit. Und erfahrungsgemäß trifft es jemanden viel mehr, wenn er den Führerschein für ein halbes Jahr beispielsweise weggenommen bekommt, als wenn er irgendeine Geldstrafe bezahlen muss. Das stimmt. Aber es droht ihm nicht, dass ihm der Hund gegebenenfalls weggenommen wird? Das wäre auch eine der möglichen Konstellationen. Okay. In einem Urteil, das ich in dem Bereich im Kopf habe, ist sogar ein Tierhalteverbot ausgesprochen worden. Ein generelles. Da ging es aber auch um einen ganz starken Verstoß. Okay. Du hast vorher noch mal gesagt, wenn keine regelmäßige Luftzufuhr im Auto ist. Wie ist das denn auch gerade bei den Temperaturen? Wird ja oft mal so ein Spalt offen gelassen vom Fenster. Da werden die Fenster runtergefahren. Gilt das dann immer noch als ausreichende Luftzufuhr? Man muss das im Einzelfall beurteilen. Okay. So ein Spalt, Fenster offen lassen oder auch Schiebedach. Das reicht regelmäßig nicht aus. Es muss schon mehr sein. Aber manche Automobilhersteller reagieren darauf schon und haben eigene Klimaanlagen geschaffen für solche Situationen, wo es dann eben auch einen Aufkleber am Armaturenbrett oder an der Fensterscheibe gibt, dass da eben eine entsprechende Klimaanlage in Funktion ist. Aber das kommt sehr selten vor. Es sind viel zu wenige Automobilbauer, die darauf eingehen. Und ich würde mir wünschen, dass das viel, viel mehr tatsächlich umgesetzt würde, dass sich dem also auch viel mehr Automobilhersteller anschließen würden und für solche Maßnahmen sorgen. Das kann die Klimaanlage sein, es kann auch andere Maßnahmen geben. Da sollte die Automobilindustrie ein bisschen erfinderischer sein. Jetzt gab es mal vor einiger Zeit einen Post bei Instagram, ich glaube, der ging auch bei Facebook rum, wo ein Hund im Auto sitzt mit einem angeklebten Schild, dass die Klimaanlage an ist und er seine Lieblingsmusik hört. Das wäre aber in Ordnung. Es wäre zumindest zu berücksichtigen, weil ich dann ja Anhaltspunkte habe, dass es dem Hund gegebenenfalls nicht schlecht geht. Okay. Die Fälle, die wir insofern zu beurteilen haben, das sind halt die klassischen Fälle. Mhm. Man hat das Fahrzeug im Schatten abgestellt, will jemand nur mal kurz im Schwimmbad besuchen, vergisst die Zeit, kommt nach einer halben Stunde oder einer Stunde wieder zurück. Das sind die klassischen Fälle. Oder am Waldrand, man ist spazieren gegangen, hat den Hund da drin gelassen. Ich habe in dem konkreten Fall nicht verstanden, warum ich den Hund da nicht mitgenommen habe als betroffene Person. Mhm. Aber man hat dann einfach die Zeit vergessen. Das sind diese konkreten Konstellationen, die der Gesetzgeber in dem Bereich erfasst. Aber alles, was helfen kann, was mir Anhaltspunkte gibt, dass da Schutzmaßnahmen da sind, die sind zu berücksichtigen. Ich hatte mal einen Kollegen, der tatsächlich sein Auto so ausgestattet hatte, dass da immer eine konstante Temperatur drin war und der ist in eine Gerichtsverhandlung gegangen, als er wieder zum Auto zurückgekommen ist. Standen mehrere Polizisten drumherum und waren gerade dabei, die Scheibe einzuschlagen. Und er hat sich dann natürlich gewehrt und hat gesagt, nein, ich habe hier Kühlmaßnahmen ergriffen. Und er hat die dann auch vorgeführt. Aber das war dem Polizisten in dem Moment nicht bewusst, weil er das von außen nicht gesehen hatte. Ja. Aber das war schon so ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Super, dann können wir eigentlich zusammenfassen. Schaut als erstes immer
ist irgendwie Hilfe in der Nähe? Könnt ihr vielleicht den Halter von dem Hund irgendwie ausfindig machen, dass ihr nicht direkt die Scheibe einschlagen müsst? Oder seid ihr irgendwo in der Nähe, wo ihr euch vielleicht andere Hilfe holen könnt? Und erst wenn wirklich gar nichts mehr geht und man wirklich sieht, dass der Hund nicht zu retten ist, dann könnt ihr die Scheibe einschlagen. Ihr müsst aber dann mit einer Strafe rechnen. Man muss mit einer Strafe rechnen, aber lieber die Strafe riskieren, als dass der Hund letztendlich sein Leben verliert. Also lieber handeln, nicht wegsehen. Also eine ganz große Bitte von uns an euch ist auf jeden Fall, wenn ihr unterwegs seid, dann denkt vorher darüber nach, ob ihr vielleicht mal kurz in den Laden müsst oder irgendwo hin, wo Hunde nicht mit rein dürfen, und lasst dann lieber mal die Hunde 2-3 Stunden alleine zu Hause, anstatt dass ihr die Hunde mitschleppt und dann im Auto lasst, gerade bei den Temperaturen. Und ansonsten schaut, ob ihr vielleicht Alternativen findet, dass ihr eine Hundebox ins Auto macht. Und es gibt gerade die Hundesportler unter euch, die kennen es wahrscheinlich, eben diese sonnenabweisenden oder wärmeabweisenden Plan, die man dann übers Auto spannt. Sucht euch einfach eine Alternative, dass ihr den Hund nicht unnötig gefährdet. Wir werden euch unten in der Infobox noch alle Infos zu Andreas und die ganzen Websites von, also Webseite, hast ja nicht so viele, der Webseite hinzufügen und auf jeden Fall auch Instagram verlinken. Und ansonsten könnt ihr auch gerne bei uns mal bei Instagram vorbeischauen. Da posten wir immer mal wieder auch andere Themen, unabhängig jetzt von YouTube. Und ansonsten, wenn euch diese Form von Video gefallen hat und ihr vielleicht auch mehr rechtliche Fragen habt, könnt ihr uns einen Daumen nach oben geben. Und dann werden wir uns mit Andreas nochmal zusammensetzen, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr unten in die Kommentare schreibt, dass wir die vielleicht zusammen bearbeiten können oder mal durchgehen können, wie da die Rechtslage ist. Sehr gern. Ja, super. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.